Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Clemens der Zimmermann. Endlich wird mal wieder ein bisschen was gebaut hier, denn ich brauche unbedingt einen Sägetisch, um Plattmaterialien mit der Schiene zu schneiden. Dazu habe ich von der Firma Sauter diese Vario Bench System bekommen. Das ist eine Platte, womit ihr euch dieses Vario Bench System immer wieder selber nachbauen könnt. Richtig cooles Patent, dahinter steckt richtig viel Know-how. Natürlich wäre ich nicht Clemens der Zimmermann, wenn ich das ganze Ding nicht nochmal toppen will. Denn ich will da einen Multifunktionstisch draus bauen. Unter anderem werde ich den auch brauchen für das eins meiner kommenden Projekte, wo ich mit dem lieben Sigi da hinten diese Werkbank verfeinern will. Denn da soll nochmal zusätzlich was drauf gebaut werden, um zum Beispiel einen Planfräser zu benutzen. Und was auch noch dazu kommt, ist, ich habe eine neue Hohlmaschine bekommen, diese Dicknohlmaschine von Makita. Da habe ich mich schon echt drauf gefreut, weil das Ding, ja, brauche ich einfach. Ich habe so viele Sachen, die ich ständig nur rumschleife und rummache. Das kostet mich so viel Zeit und da kann ich das jetzt einfach einmal durchlassen. Natürlich macht das Ding unheimlich viel Dreck. Meine Absaugung wird es so nicht packen mit der kleinen Verrohrung. Deswegen habe ich mir auf die Schnelle noch hier so einen Zyklonabscheider gebaut auf Rollen. Haut mir mal in die Kommentare, ob ihr denkt, dass das funktioniert. Ich bin echt mal gespannt. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe mir auf jeden Fall ordentlich Volumen gelassen, damit da ein bisschen was an Späne reingehen. Ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Ich glaube, das wird echt cool. Gut, alles ist vorbereitet. Ihr seht, ich habe die Platte bereits fixiert. Vorhin habt ihr im Video gesehen, ich habe mir solche kleinen Leisten hingeschraubt. Dadurch, dass hier unten solche kleinen Gewindegänge dran sind, die ein bisschen rausgucken, lässt sich die Platte relativ schwer schieben. Das ist eigentlich ein ganz guter Trick, wenn ihr euch diese Leiste vorher an euer Maß hinzwingt, könnt ihr die Platte einmal dahin schieben, könnt alle Maß kontrollieren und dann richtig anzwingen. Jetzt zu dieser Platte mal. Das hat ein richtig cooles System, wie ihr nachher das Ganze in allen möglichen Winkeln euch genau mit einer Schiene Plattenmaterialien schneiden können. Dazu hat Sauter ein Video gemacht, da wird das Ding nochmal richtig erklärt. Das kann ich euch mal unten in die Videobeschreibung reinpacken. Guckt da mal rein, richtig cooles Patent. Ansonsten könnt ihr auf zwei verschiedene Arten euch diese Platten herstellen. Zum einen, wie ich es jetzt mache mit der Oberfräse, dazu müsst ihr euch nur so einen 30er Kopierring besorgen. Der passt dann nämlich exakt hier rein, dann habt ihr auch null Spiel. Zeige es euch gerade mal so, dann setzt ihr euch den hier rein und könnt euch mit einem 20er Fräser hier aufsetzen und euch diese ganzen Löcher einzeln rausfräsen. Mit dazu zu diesem Set kommt auch diese Plexiglasplatte. Die sorgt einfach dafür, dass ihr hier weniger Spiel habt von euren Kopierringen. Das ist eigentlich ziemlich gut gedacht. Dann liegt nämlich die Oberfräse richtig auf, sonst ist der Kopierring nämlich zu lang und steht vorher auf, dann sitzt die Oberfräse nicht richtig. Wenn ihr das Ganze jetzt nicht mit der Oberfräse machen wollt, sondern zum Beispiel mit einer kleinen Ständerbohrmaschine, habt ihr auch hier solche kleinen, solche kleinen Schablonen. Die sind auch mit dabei. Die passen hier exakt rein. Und dann gibt es dazu so einen kleinen Anreißnagel. Und dieses Ding hier hat in der Mitte so ein kleines Loch. Und dann könnt ihr euch das einfach hier reinstecken, mit diesem kleinen Anreißnagel hier reinfahren und genau mittig überall die Löcher punktieren. Und anschließend mit einem Forstnerbohrer zum Beispiel diese 20er Löcher euch überall reinbohren.
Richtig cool, auch dass hier diese Hilfsmittel gleich dabei geliefert werden. Und wo ihr das Ding auch noch braucht, sind halt hier diese ganzen kleinen Bohrungen, sind nämlich dafür gedacht, dass ihr nachher bei einer 22 mm MDF-Platte, das muss man vielleicht dazu sagen, das ist ungefähr die, also das sollte diese Stärke sein, nicht mehr. Da habt ihr nachher hier diese speziellen Bolzen, die könnt ihr nachher, wenn die, diese Platte kommt nachher unten drunter und dann schraubt ihr euch einfach diese Anschlagsbolzen hier oben rein und könnt da eure Schiene anlegen. Diese 20er Löcher, die ich jetzt mache, die sind einfach für die ganzen Zusatzteile, dass ihr euch mal irgendwas festzwingen könnt. Da gibt es ja nachher auch 20er Bolzen, die ihr nachher da reinstecken könnt und dann könnt ihr verschiedene Sachen darauf festzwingen. Also das ganze Ding ist sowas von multifunktionsfähig, da könnt ihr alle möglichen Sachen, Platten drauf schleifen, schneiden, fräsen, was auch immer. Ihr habt halt den Vorteil, dass ihr halt euch hier mittendrin auch einfach mal eine Platte fixieren könnt. Das fand ich halt richtig cool. Ich gehe jetzt aber erstmal dran und werde jetzt diese ganzen 20er Löcher fräsen, dann anschließend hier mit diesem kleinen Teil mir die ganzen Bohrlöcher hier kurz punktieren und dann die Löcher einfach aufbohren. Ja, und dann geht's weiter. Das Ganze werde ich zweimal machen. Diese Platte werde ich jetzt einmal komplett mit allen Löchern machen und da hinten steht noch eine Platte. Die werde ich nur mit der Oberfräse behandeln und nur die 20er Löcher rausfräsen, denn ich will diesen Tisch mit Verlängerung machen. Links und rechts will ich noch jeweils eine Platte dazu machen, dass ich im Prinzip nachher eine Gesamtlänge von 2,50 Meter sogar habe, um halt lange Platten einfach mal hier drauf hinlegen zu können und zu schneiden. Deswegen werde ich mir die auch fräsen, anschließend in der Mitte einmal durchschneiden und stirnseitig an meinen Tisch dran bauen, dass ich die nachher weg- oder hochklappen kann. Da muss ich mir noch ein bisschen was zu überlegen, aber ich glaube, das wird ganz cool und dann ist das Ding immer noch relativ kompakt. Ich brauch's. Deswegen muss ich da durch. Also, wow, ich gehe mal dran und fräse hier fleißig. So, ich habe mich jetzt mal durch das Ganze durchgewurschtelt und jetzt mal so ein paar Gedanken, die ich mir gemacht habe. Hier seht ihr jetzt schon, habe ich noch eine weitere MDF-Platte liegen. Mein Plan sieht wie folgt aus. Ich will jetzt nachher hier unten an den Seiten von diesem Tisch auch nochmal MDF-Platten dran machen. Mit diesem Lochraster gebohrt oder gefräst, weil das ganze Ding soll noch zusätzlich nachher so eine Art Planfrästisch werden. Mein Gedanke ist der dahinter. Wenn die Platte nachher hier unten dran ist, werde ich dann mir diese 20er Bolzen hier reinstecken in mein Lochraster, eine Alusetzlatte drüber legen und mir dann so einen Führungsschlitten bauen, mit dem ich dann nachher Sachen planfräsen kann. Darüber wird es bald ein Video geben, wenn der liebe Sigi, ich war ja vor kurzem bei ihm, wenn der hierher kommt, werden wir diesen Tisch dann final diese Vorrichtung bauen für Planfräsen, weil das brauchen wir für meine Werkbank. Da seid gespannt drauf, das wird ein richtig cooles Video. Aber jetzt erstmal brauche ich diesen Tisch in Grundform und halt mit diesen Platten dazu, die an der Seite montiert sind. Das Ganze ist eigentlich vorgesehen, dass man das mit solchen Aluminiumprofilen, ich glaube, die haben 30 mm, hier seitlich diese Grundkonstruktion herstellt. Dann hat man auch spezielle Schrauben dafür. Das Ganze habe ich jetzt aber allerdings nicht, weil ich ja das komplett anders baue, als es eigentlich geplant ist. Geiler, denke ich. Deswegen, wohlwissend, habe ich das Ganze schon mal ein bisschen breiter gelassen. Also wenn ich mir diese untere Platte auf 1,20 auf 80 zugeschnitten hätte und die hier noch seitlich dran machen würde, würde das leider von der Konstruktion ja mir nicht mehr ausreichen. Deswegen habe ich das Ganze ein bisschen breiter gewählt. So kriege ich die Spanplatte dazu. Die soll nachher hier außen dran laufen. Und dann werde ich noch ein 5er Kantholz als Grundkonstruktion bauen. So ist der Plan. Jetzt ist mir nicht aufgefallen, jetzt habe ich alles exakt schön hier punktiert und gemacht. Jetzt ist es natürlich so, jetzt nehme ich diese Platte weg. Und dadurch, dass es hier nicht im Ringrum bündig ist, muss ich ja diese Platte nachher exakt wieder genau auf dem 1/10 Millimeter da unten drunter bringen. Das wird nämlich natürlich ein bisschen schwierig, aber jetzt ist mir Folgendes gekommen. Ich gehe jetzt her,
nehme jetzt meine Plattenstärke, die hier sowieso außen dran kommt, und zeichne mir die links und rechts an dieser Platte, so wie sie jetzt liegt, an und schneide es gleich mit der Schiene sauber ab, um Plattenmaterialstärke mehr. Und dann nachher habe ich nämlich einfach die Möglichkeit, wenn die Platten da dran sind, kann ich diese Musterplatte dazwischen legen und dann sollte das Ganze funktionieren. Ohne Großtoleranz. Ihr seht schon, das ist nicht so einfach. Aber Zeit lassen, in Ruhe machen, weil dann ist das Ding nachher halt auch richtig geil. Jo, das sieht doch schon mal gut aus. Alles ist gebohrt. Zumindest die Fräslöcher. So sieht das Ding ja schon mal richtig professionell aus. Jetzt muss man gucken, man sieht wirklich ganz leicht jetzt überall diese kleinen Pünktchen. Nachher nur kein Vergessen. Ich gehe jetzt her und werde das Ganze mit 7, habe ich glaube ich gemessen, was das Bohrlach hat, 6, da wo das Gewinde nachher durch muss. Und bohren werde ich das Ganze jetzt mit 7. Einfach von hier oben mit einem vernünftigen Holzbohrer zentrieren, durchbohren. Diese Löcher können ja ruhig ein bisschen Spiel haben, würde ich jetzt mal behaupten, weil nachher sind wir ja sowieso unten in dem Gewinde drin und dann gibt es ja kein Spiel mehr. Es wäre natürlich schlecht, wenn das jetzt ganz stramm nur reingeht und dann kriegt es nachher nicht mehr raus. Das soll ja einfach nur rein und unten in Gewinde greifen und dann sitzt das Ding ja sowieso nachher presssolide da drauf. Soweit die Theorie. Ich muss leider sagen, dass im Internet findet man gar nichts darüber, wie man das mit diesen wie man das richtig herstellt. Ich habe hier und da bei Instagram ein bisschen was drüber gefunden. Deswegen fand ich es umso wichtiger, dass ich mit euch jetzt ein Video drüber mache, wie das eigentlich funktioniert. Denn an sich ist das Ding echt geil. So, ich bohre jetzt mal. Und schauen, ob das auch passt. Warum ist der Bolzen? Ist doch zu kurz. Oh nee, oder? 22. Tolle Wurst. Houston, wir haben ein Problem. Ja, was bisher geschah. Ich habe euch ja zum Anfang gesagt, dass ich das Ganze aus einer 22 mm MDF-Platte gemacht habe. Das ist aber ein kleiner Fehler, zumindest wenn man das mit diesen Stiften hier machen will. Also die für dieses Bench-System vorgesehen sind. Denn die Länge von diesen Dornen reichen nicht aus bei einer 22 mm Platte. Ich habe mir zum Anfang nach einer 19 mm MDF Platte gefragt, dann hatten die keine da gehabt, dann habe ich gedacht, komm, die 3 mm machen den Kohl nicht fett, nimmst halt eine 22 mm, die ist sowieso stärker. Ja, jetzt Gott sei Dank habe ich von bei der ersten probiert, habe das durchgesteckt und gemerkt, dass gar kein Gewinn unten rausguckt. Deswegen bin ich jetzt schnell zum Baumarkt gebraust und habe mir noch schnell eine 18 mm hatten die da gehabt. Die habe ich mir geholt und ihr seht, ich habe die jetzt auch schon fix und fertig gefräst. Das war ja nichts anderes wie vorher auch. Die Stifte mit dem Stift, die kleinen Punkte markiert und dann habe ich das Ganze mit 7,5 gebohrt. Was jetzt auch noch ein großer Vorteil ist von dieser Platte, hier habe ich mir das Ganze schon mal zugeschnitten. Ich will nämlich jetzt hergehen und werde diese Platten, die jetzt seitlich dran kommen, auch mit diesem Lochraster versehen. Und da werde ich sogar 3 reinhauen. Das heißt, wenn ihr es hier seht, diese 2 und wahrscheinlich nochmal ein genau mittig davon. Im Prinzip so wie das jetzt hier ausgefüllt ist, dass mittig überall nochmal ein Loch ist. So will ich das hier reinfräsen und dann kommen die seitlich hin und dann kann ich hier halt auch seitlich mir mal irgendwie was draufstellen, festzwingen. Ja, so ist der Plan.
So Leute, ich habe jetzt hier ein bisschen rumgetüftelt, habe mir was überlegt, weil, das zeige ich euch gerade, der eigentliche Tisch, da will ich solche Verlängerungen dran machen. Und ich muss jetzt gucken mit den Scharnieren, die ich mir geholt habe, wie gut das funktioniert, weil ich will da so eine Art Klappfuß machen. Das heißt, diese Verlängerung, die dran kommt, soll einfach nachher hier runterhängen. Dann will ich ganz gerne, dass die Konstruktion, die ich hier unter diesem Tisch mache, hier drunter verschwindet, dass es wirklich schön eng anliegt. Also so, dass ihr es auch seht. Ja, und ich brauche minimal Spiel, weil ich würde ganz gerne hier so eine Art Strebenbock konstruieren, dass ich den, der dann hier unten drin liegt, dass ich das hochklappen kann, ein bisschen, ihr seht es, ein bisschen Spiel nach oben habe und dann so einen kleinen Strebenfuß unten an Ort und Stelle bringen und dann das ablassen, dass es perfekt auf Höhe ist. Ob mir das gelingt, das werden wir sehen, aber wie gesagt, ich brauche auf jeden Fall so ein klein bisschen Spiel, um diesen Strebenfuß an Ort und Stelle zu bringen. Deswegen mache ich mir mal ganz gerne irgendwie so ein Muster, um das Ganze mal zu gucken. Nicht, dass ich es komplett falsch montiere. Was jetzt natürlich auch noch ein bisschen ein Problem war, sind diese zwei unterschiedlichen Platten, weil ich ja jetzt 18 mm und 22 mm habe. Dadurch passt es ganz gut, dass ich jetzt hier vorne das Holz hingemacht habe. Dann habe ich am Ende nachher, kann ich mir im Prinzip den Beschlag dahin schrauben, sodass es mit der Oberfläche nachher passt. Ansonsten habe ich mir jetzt schon mal die ganzen Kanthölzer rausgerichtet. Das sind 6x6er KVH-Hölzer. Die habe ich mir jetzt schon überall ein bisschen vorgekappt. Die hobel ich mir jetzt aber runter auf 5. Einfach aus dem Grund, weil die halt doch oftmals minimal von den Querschnitten abweichen. Manchmal haben die 5,5 nur. Das ist halt normales Bauholz. Deswegen will ich mir jetzt einmal runterhobeln. Und genau weil ich das mache, habe ich mir meinen kleinen neuen Zyklon hier gebaut. Mit Abscheider. Den habe ich jetzt gerade mal probiert. Wie gesagt, ich brauche halt ordentlich Volumen, weil jetzt kommen halt richtig große Späne an. Jetzt habe ich den gerade mal eingeschaltet. Das Ding funktioniert so Bombe. Also hier das 80er Rohr, das saugt meine Hand bald da rein. Ich kann es aber vorführen, ihr seht jetzt gleich, wie das Ding auch runtergeht. Der hat auf jeden Fall Power. Das ist eine coole Sache. Jetzt muss ich nur mal kurz noch die Hobelmaschine aufbauen. Aber das Ding funktioniert schon mal geil. Das ist tipptopp. So, ich muss euch mal gerade meine Konstruktion jetzt zeigen. Die scheint zu funktionieren. Also ich habe jetzt noch nicht gehobelt, das werden wir gleich herausfinden. Aber an sich sieht es gar nicht so für auf die Schnelle improvisiert doch gar nicht so schlecht aus. Ich habe dieses komische Flexrohr noch von damals übrig gehabt, von meiner anderen Absaugung, die nicht funktioniert hat. Ich habe es nur noch nicht geschafft zurückzugeben, Gott sei Dank. Dann habe ich da eine Reduzierung drauf gemacht, damit ich da drauf komme. Ich habe halt leider im Baumarkt keinen Flexschlauch gefunden, der jetzt in diesem Durchmesser war. Weil das muss ja natürlich flexibel sein, weil ich ja in der Höhe dann nachher differiere, wenn ich da kurbel. Ja, ansonsten, das Ding saugt ordentlich. Jetzt bin ich echt mal gespannt, aber eigentlich kann da nichts schief gehen. Das wird gleich lustig. Ich glaube, da kommen richtig Späne an. Und wenn jetzt euch... Und wenn es euch interessiert, wie man so ein Ding baut, schaut mal in einem von meinen Videos nach. Das verlinke ich euch hier unten. Da habe ich so ein Ding mit einem Wiki zusammengebaut. Für meine Absaugung, die steht da hinten drin. Und das ist im Prinzip dasselbe, nur etwas größer. So, lieber Gott, jetzt lass das gut gehen. Also wenn das mal nicht gut funktioniert hat. Eine Sache, die nicht so gut funktioniert hat, seht ihr da unten, liegt gerade ein ganzer Haufen. Der hat sich in diesem schwarzen Rohr in dem Tiefpunkt gesammelt. Das ist aber nicht so tragisch. Spätestens wenn ich da ein anderes Flexrohr habe, sollte das umgangen sein. Ansonsten, das was ihr sonst noch an Späne seht, das ist eigentlich im Verhältnis gar nichts zu dem, was hier gestern war, wo ich das Ding einfach mal kurz ausprobiert habe. Da habe ich zwei Brettchen gehobelt.
und wirklich nur so 50 cm lang, von beiden Seiten jeweils einmal. Und da war wesentlich mehr Dreck als das, was ihr jetzt hier seht. Und wenn ihr euch das anguckt, also ich habe mal gerade geschaut, das sind so gut, ja, so meine Hand kriege ich da drin versteckt und die ist schon ziemlich groß. Also es sind fast so 15, 20 cm Tiefspäne drin. Das ist cool. Das funktioniert wunderbar. Hobelmaschine läuft auch erstaunlich gut. Was heißt erstaunlich? Makita macht ja geile Sachen. Aber was ich nicht erwartet hätte, wie ruhig die läuft. Also ich habe die jetzt mit Schraubzwingen jetzt hier unten provisorisch einfach mal festgemacht. Aber gefühlt hat die kaum Vibration. Auch hier oben drauf. Ich konnte hier ein Holz hinlegen und das hat sich keinen Millimeter bewegt. Das ist einfach hier stumpf liegen geblieben. Also tipptopp. Daran muss ich noch ein bisschen was arbeiten mit dem Fleckschlauch, aber ansonsten ist es eigentlich eine ganz coole Lösung mit diesen Zusatzkasten für Hobelspäne. Und einfach und schnell gebaut. Also, ich werde jetzt mal dran gehen, dass ich diesen Korpus mal zusammenbauen kann. So, ich habe mich nicht lumpen lassen, habe einfach gedacht, komm, jetzt einfach nur stumpf das Ganze zusammen zu spaxen, da habe ich keine Lust drauf. Ich überplatte das Ganze mal schön. Das geht mit der großen Makita Kappsäge echt geil. Mit dem tiefen Anschlag habe ich das ruckzuck gemacht. Guck mal, ich habe jetzt insgesamt 16 Blätter gemacht. Ich habe vielleicht eine Stunde gebraucht. Und die passen alle exakt. Bei einer habe ich mich allerdings ein bisschen verarscht. Ich glaube, ich bin irgendwie mit der Schraubzwinge irgendwo aufgelegen, die ich da festgemacht habe. Ich habe immer zwei Hölzer auf einmal gemacht. Und das Blatt tiefer geworden. Ich glaube, ich lag einfach hinten ein bisschen schräg. Das ist auch minimal schief geworden. Aber nicht unterkriegen lassen. Ich habe jetzt einfach die beiden zur Seite gelegt, mir markiert. Und habe jetzt halt dementsprechend einen Balken nochmal die Säge anders eingestellt, dass die Tiefe wieder passt. Also niemals unterkriegen lassen. Das werde ich auch als allererstes jetzt verleimen, verschrauben. Und dann ist für mich heute Feierabend, weil es ist schon wieder viel zu spät. Gut, ich gebe jetzt da noch ein bisschen Leim ran und dann könnte ich noch, vielleicht gebe ich noch so eine kleine Schräubchen rein. So eine schöne Robotech. Die guten Robotech. Die mag ich mittlerweile echt sehr, weil man braucht nichts vorbohren. Ruckzuck, ohne dass da irgendwas Spalt ist, hat man da eine Schraube reingedreht. Dun 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 d